Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich dir, wie du das Kätzchen im Säckchen häkeln kannst. Und wenn du mich unterstützen möchtest, lass doch mal einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Oder vielleicht teilst du das Video auch. Wenn du nicht weißt, was du schreiben sollst, kannst du auch einfach ein Emote als Kommentar schreiben. Das würde mir mit dem Algorithmus sehr helfen. Ich werde das Säckchen allerdings in ein zweites Video packen, falls ihr nur das Säckchen haben wollt oder nur die Katze haben wollt. Dann müsst ihr euch kein ewig langes Video angucken. Und du brauchst dafür weiß, grau, rot und entweder ovale Augen oder eben runde Augen. Ich mache das jetzt einmal mit den runden Augen, damit du siehst, wie es aussieht. Und dann kannst du dich immer noch entscheiden, was du benutzen möchtest. Du beginnst mit dem Bein und dafür machst du einen Fadenring. Solltest du noch nicht wissen, wie der Fadenring funktioniert, verlinke ich dir ein Video, wo du das besser erkennen kannst. In diesem Fadenring häkelst du 6 feste Maschen. Wenn du das hast, ziehst du den Fadenring fest zusammen. Dann nimmst du dir einen Markierungsfaden, damit du weißt, wo der Rundenanfang ist und verdoppelst jetzt jede zweite Masche. Das heißt, du häkelst in die erste Masche eine feste Masche und in die zweite 2 feste Maschen. Dann wieder eine feste Masche, 2 feste Maschen, eine feste Masche, 2 feste Maschen. Dann häkelst du eine Runde lang in jede Masche eine feste Masche und am Ende der Runde machen wir einen Farbwechsel. Also bei der letzten Masche angekommen. Stichst du ein, holst dir den Faden und hast dann die 2 Schlaufen auf der Nadel. Dann nimmst du dir die neue Farbe, bei mir ist das grau, du kannst natürlich benutzen, was du möchtest. Dann hältst du das hinten dran und ziehst den Faden durch, als wäre es der von davor. Dann häkelst du eine Runde lang in jede Masche eine feste Masche. Und am Ende angekommen, kannst du den Faden abschneiden und komplett durchziehen. Das häkelst du jetzt noch einmal, schneidest aber am Ende den Faden nicht ab. Wenn du also das zweite Bein gehäkelt hast, dann häkelst du daran noch 3 Luftmaschen. Nimmst dir das andere Bein, stichst irgendwo ein und machst eine feste Masche. Häkelst um dieses Bein weitere 8 Maschen, sodass du 9 Maschen hast. Und dann kommst du zur Luftmaschenkette und da stichst du jetzt in die eine Seite ein und häkelst in jede Luftmasche eine feste Masche. Das heißt, du hast dann 3 weitere feste Maschen. Und um das zweite Bein häkelst du ebenfalls insgesamt 9 Maschen, sodass du eben auf jeder Seite 9 Maschen hast.
und bei der Luftmaschenkette angekommen, häkelst du jetzt auf der anderen Seite ebenfalls jeweils eine feste Masche in jede Luftmasche. Du hast dann insgesamt 24 Maschen. Dann kannst du wieder den Markierungsfaden nehmen, damit du weißt, wo der neue Rundenanfang ist. Jetzt verdoppelst du jede vierte Masche. Das heißt, du häkelst in die ersten drei Maschen jeweils eine feste Masche. Und in die vierte zwei feste Maschen. Dann in die nächsten drei Maschen wieder jeweils eine feste Masche und in die vierte wieder zwei feste Maschen. Das wiederholst du die ganze Runde lang. Dann häkelst du acht Runden lang in jede Masche eine feste Masche, also acht ganz normale Runden. Wenn du das hast, stopfst du das Ganze schon mal ein bisschen aus, sodass du noch eben in die Pfoten richtig reinkommst. Dann nimmst du jede vierte und fünfte Masche zusammen ab. Das heißt, du häkelst in die ersten drei Maschen jeweils eine feste Masche. Und dann hast du ja bei jeder Masche zwei Maschenglieder. Also einmal das vordere und einmal das hintere. Das hier ist das hintere. Und das hier ist das vordere. Und du stichst jetzt in die vierte vorderes Maschenglied ein, in die fünfte vorderes Maschenglied, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. So funktionieren die Abnahmen. Ich zeige es natürlich nochmal. In die nächsten drei Maschen häkelst du wieder jeweils eine feste Masche. Stichst in die vierte vorderes Maschenglied ein, in die fünfte vorderes Maschenglied, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Jetzt häkelst du in jede Masche eine feste Masche, also eine ganz normale Runde. Und dann nimmst du jede dritte und vierte Masche zusammen ab. Funktioniert natürlich genauso wie vorher. In die ersten zwei Maschen häkelst du jeweils eine feste Masche. Stichst in die dritte vorderes Maschenglied ein, in die vierte vorderes Maschenglied, Faden holen durch beide Schlaufen ziehen. In die nächsten zwei Maschen wieder jeweils eine feste Masche. In die dritte vorderes Maschenglied einstechen, in die vierte vorderes Maschenglied einstechen, Faden holen durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Dann würde ich das Ganze jetzt zwischendurch nochmal ein bisschen ausstopfen und dann häkelst du in jede Masche eine feste Masche. Dann wird jede zweite und dritte Masche zusammen abgenommen. Du häkelst also in die erste Masche eine feste Masche, stichst in die zweite vorderes ein, dritte vorderes, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Dann häkelst du wieder in jede Masche eine feste Masche. Also eine ganz normale Runde. Und jetzt arbeiten wir am Kopf. Du sollst nochmal schön ausstopfen. Und jetzt verdoppelst du jede Masche. Das heißt, du häkelst in jede Masche zwei feste Maschen. Dann verdoppelst du jede vierte Masche. Das heißt, du häkelst in die ersten drei Maschen wieder jeweils eine feste Masche und in die vierte wieder zwei feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Jetzt verdoppelst du jede fünfte Masche. Das heißt natürlich, du häkelst in die ersten vier Maschen wieder jeweils eine feste Masche und in die fünfte wieder zwei feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang.
Nun wird noch jede sechste Masche verdoppelt. Das heißt, du häkelst in die ersten fünf Maschen wieder jeweils eine feste Masche und in die sechste wieder zwei feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Dann häkelst du sechs Runden lang in jede Masche eine feste Masche, also sechs normale Runden. Jetzt kannst du schon mal die Sicherheitsaugen anbringen und ich habe hier für die eine, wie gesagt, oval benutzt und die Pünktchen habe ich übrigens mit einem Edding drauf gemalt. Die sind nicht so zu kaufen, ich habe die einfach drauf gemalt und dann noch mit einem Lack geschützt. Und ich benutze jetzt hier mal die Runden, damit du siehst, wie das aussieht. Und ich zähle von der Runde ab, wo wir jede Masche verdoppelt haben. Und es kommt zwischen die sechste und siebte Runde, also zwischen der sechsten und siebten Runde, machst du die Sicherheitsaugen dran. Und zwischen den Augen liegen circa 7 bis 8 Maschen. Und da kommt dann das andere Auge rein. Und dann guckst du dir das an und wenn es dir gefällt, dann kannst du die Sicherheitsplatten dran machen. Wenn du das noch ändern möchtest, dann pass es für dich an. Und dann nimmst du wieder Maschen ab. Und da du zuletzt jede sechste Masche verdoppelt hast, nimmst du jetzt jede sechste und siebte Masche zusammen ab. Das heißt, du häkelst in die ersten 5 Maschen wieder jeweils eine feste Masche. Stichst in die sechste vorderes Maschenglied ein, in die siebte vorderes Maschenglied, Faden holen durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Also in die nächsten 5 Maschen wieder jeweils eine feste Masche und dann die sechste und siebte Masche zusammen abnehmen. Nun wird jede 5. und 6. Masche zusammen abgenommen. Du häkelst also in die ersten 4 Maschen jeweils eine feste Masche. Stichst in die 5. vorderes Maschenglied ein, in die 6. vorderes Maschenglied, Faden holen durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Nun wird jede 4. und 5. Masche zusammen abgenommen, also in die ersten 3 Maschen wieder jeweils eine feste Masche. In die 4. vorderes Maschenglied einstechen, in die 5. vorderes Maschenglied einstechen, Faden holen durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du natürlich die ganze Runde lang. Dann kannst du das Ganze schon mal ausstopfen. Ich beginne wie immer zwischen den Augen und arbeite mich dann vor. Einfach nur, damit die Platten sich innen nicht verschieben, beginne ich immer zwischen den Augen und unter den Augen. Dann nehmen wir weiter ab und du nimmst jetzt jede 3. und 4. Masche zusammen ab. Das heißt, du häkelst in die ersten 2 Maschen jeweils eine feste Masche, stichst in die 3. vorderes Maschenglied ein, in die 4. vorderes Maschenglied, Faden holen durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du wie immer die ganze Runde lang. Dann nehmen wir jede 2. und 3. Masche zusammen ab, also in die erste eine feste Masche, 2. vorderes Maschenglied einstechen, 3. vorderes Maschenglied einstechen, Faden holen durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Jetzt nehmen wir noch jede 1. und 2. Masche zusammen ab, also in die 1. vorderes Maschenglied einstechen, in die 2. vorderes Maschenglied einstechen, Faden holen durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du bis zum Schluss. Am Ende angekommen, kannst du den Faden abschneiden und ziehst ihn komplett durch. Dann nehmen wir noch das kleine Loch zu und dafür stichst du unter oder zwischen den Maschen durch, nach innen, Faden drumlegen, in die nächste Masche, nach innen, nächste Masche, nach innen und das wiederholst du natürlich, bis du am Ende angekommen bist. Und wenn du am Ende angekommen bist, kannst du den Faden festziehen und dann stichst du nochmal durch die Mitte durch, kommst irgendwo raus und dann kannst du den Faden einfach abschneiden.
Da du jetzt weißt, wie alles funktioniert und ich dich nicht langweilen möchte, schreibe ich dir hier an die Seite, wie du die restlichen Teile häkelst. Hier sind die Arme. Die werden nicht komplett ausgestopft. Du kannst die Pfoten ausstopfen. Der Rest sollte lieber nicht ausgestopft werden, sonst stehen die Arme am Ende ab. Dann das Schwänzchen. Das würde ich ausstopfen, dann kannst du es nämlich benutzen so als kleinen Stand. Dann kann die Katze am Ende nämlich von alleine stehen. Dann die Ohren. Die werden natürlich nicht ausgestopft. Und jetzt zeige ich dir, wie ich das Rosa an die Ohren gestickt habe. Du kannst aber auch Filz benutzen, wenn du möchtest. Und ich gehe da einfach mit einem andersfarbigen Faden von innen durch nach außen, gehe dann ein Stück zur Seite und dann wieder rein direkt, komme da raus, wo ich als allererstes rausgekommen bin. Ziehe den Faden an, nicht fest, gehe dann wieder ein bisschen zur Seite, wieder nach innen und kommen wieder da raus, wo wir vorher rausgekommen sind. Und das mache ich halt ein paar Mal. Aber wie gesagt, du kannst auch Filz benutzen und es ankleben oder anfilzen. Das geht natürlich auch. Das hier ist die simpelste Variante meiner Meinung nach. Und ja, das machst du so lange, bis du zufrieden bist. Dann machen wir noch das Näschen und das liegt direkt zwischen den Augen. Selber Faden. Und ich komme dann daraus, wo ich die Nase haben möchte. Gehe ein bisschen zur Seite, je nachdem, wie breit ich die Nase haben möchte. Und dann komme ich wieder daraus, wo ich zuerst rausgekommen bin. Ziehe den Faden an. Und das mache ich ebenfalls 2-3 Mal, je nachdem, wie dick ich die Nase haben möchte. Und am Ende kannst du den Faden wieder irgendwo durchstechen und einfach abschneiden. Dann machen wir den Mund und dafür nehme ich meinen schwarzen Faden und ich steche irgendwo ein, komme daraus, wo ich den Streifen haben möchte, gehe dann direkt unter die Nase, gehe zur Seite, damit ich gleich den Mund machen kann, ziehe den Faden an, steche dann da ein, wo der Streifen ist und gehe direkt auf die andere Seite. Und dann steche ich wieder da ein, wo der Streifen ist. Und dann steche ich den Faden wieder irgendwo durch und schneide ihn einfach ab. Und du brauchst vielleicht mehrere Versuche. Ich habe, glaube ich, 4 Aufnahmen gemacht, bis es funktioniert hat. Also mach dir keine Sorgen, wenn es nicht auf Anhieb funktioniert. Dann nähen wir die Ohren an und so nähst du übrigens alle Sachen an. Du stichst also von dem Teil ein, was du annähen möchtest, durch den Kopf. Gehst in die nächste Masche am Ohr, dann wieder in den Kopf und ziehst den Faden fest. Dann gehst du wieder ans Ohr, nächste Masche, durch den Kopf, Faden festziehen. Und das machst du natürlich, bis du komplett drumherum bist. Und wenn du komplett drumherum bist, dann kannst du den Faden wieder irgendwo durchstechen und einfach abschneiden. Jetzt zeige ich dir, wo du die anderen Sachen annähst. Und zwar kommen die Arme eine Reihe unter dem Hals sozusagen. Also ich hoffe, man kann das hier gut erkennen. Das Schwänzchen mache ich ganz weit unten an. Du kannst zwischendurch mal gucken, könnte es stehen, wenn es angenäht wäre. Und da nähe ich das dann an. Und wie gesagt, die Teile werden alle gleich angenäht. Deswegen zeige ich dir das jetzt nicht doppelt und dreifach. Und ich probiere das einfach ein bisschen aus, bis die Katze stehen kann. Und dann machen wir die Mütze. Und ich schreibe dir hier an die Seite, wie du das bis zu diesem Punkt häkelst. Du kannst natürlich alles breiter oder schmaler machen, je nachdem, wie es dir gefällt und wie es passt. Wir alle häkeln unterschiedlich. Deswegen kann es dir zu fest vorkommen oder zu locker. Und du musst da einfach ein bisschen rumprobieren. Das wollte ich auf jeden Fall dazu sagen. So, und dann machen wir die Löcher für die Ohren. Und du häkelst jetzt erstmal 9
Maschen, also in die nächsten 9 Maschen jeweils eine feste Masche. Dann häkelst du 7 Luftmaschen. Überspringst die nächsten 5 Maschen und häkelst in die 6. wieder eine feste Masche. Dann häkelst du in die nächsten 7 Maschen jeweils eine feste Masche. Häkelst wieder 7 Luftmaschen, überspringst 5 Maschen und häkelst in die 6. eine feste Masche. In die restlichen Maschen häkelst du ebenfalls jeweils eine feste Masche. Und in dieser Runde häkelst du in jede Masche und jede Luftmasche eine feste Masche. Dann häkelst du noch einmal in jede Masche eine feste Masche und am Ende der Runde machen wir wieder einen Farbwechsel. Am Ende angekommen, stichst also wieder in die letzte Masche ein, hast die 2 Schlaufen auf der Nadel, nimmst dir dann das Weiß und ziehst den Faden durch, als wäre es der von davor. Dann häkelst du 2 Runden lang in jede Masche eine feste Masche. Wenn du das dann hast, dann machst du eine Kettmasche in die erste Masche, also einstechen, Faden holen und die Schlaufe durch die Schlaufe ziehen. Dann kannst du den Faden abschneiden und komplett durchziehen. Auch den roten Faden kannst du abschneiden. Dann schreibe ich dir an die Seite, wie du die Bommel häkelst. Und dann vernähen wir den Faden. Und dafür stichst du nach innen ein. Und dann gehst du so ein bisschen durch die Maschen durch, innen, so dass man sie von außen nicht sehen kann. Ziehst den Faden an und dann kannst du ihn einfach abschneiden. Und die Mütze ist fast fertig. Jetzt musst du noch die Bommel annähen. Das machst du natürlich genauso wie vorher auch. Und wenn du die Bommel angenäht hast, dann machen wir noch den kleinen Knick. Dafür würde ich der Katze mal kurz die Mütze anziehen und schauen, wo du das haben möchtest. Also halt mal so runterknicken und schauen, wie dir das gefällt. So. Und dann nimmst du dir einen roten Faden und nähst das so an mit 2-3 Stichen. Also du stichst von innen nach außen und dann nähst du die beiden Teile so ein bisschen zusammen. Am Ende angekommen, kannst du den Faden nach innen durchstechen, ein bisschen vernähen und dann abschneiden. Und fertig ist die Weihnachtsmütze für die Katze. Dann häkeln wir noch schnell den Schal und dafür schlägst du 52 Luftmaschen an. Dann arbeiten wir mit Stäbchen, das heißt, du machst einen Umschlag, stichst in die 3. Luftmasche von der Nadel aus ein, holst dir den Faden, ziehst ihn durch die ersten 2 Schlaufen, Faden holen durch die letzten 2 Schlaufen. Umschlag, nächste Masche, Faden holen durch die ersten 2 Schlaufen, Faden holen die letzten 2 Schlaufen. Umschlag, nächste Masche,
einstechen, Faden holen durch die ersten zwei, Faden holen durch die letzten zwei. Das wiederholst du jetzt, bis du am Ende angekommen bist. Wenn du das hast, dann machst du zwei Luftmaschen, wendest das Stück und häkelst wieder in jede Masche ein Stäbchen. Am Ende machst du nochmal eine Luftmasche, schneidest den Faden ab und ziehst ihn komplett durch. Dann fädelst du den wieder da durch die Maschen zum Vernähen, kannst den Faden dann einfach abschneiden und fertig ist dein Schal. Wenn du das hast, ist dein Weihnachtskätzchen fertig und wenn du, wie gesagt, auch ein Säckchen haben willst, das Video kommt direkt im Anschluss. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen und geholfen. Wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile das Video auch sehr gern. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann im nächsten Video wieder hören. Bis dann. Tschüss.